Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Unterstützung der Partei Die Basis. Vielleicht fragen sich ja einige, was hier meine Rolle eigentlich ist bei dem Ganzen. Und das ist ganz einfach. Ich unterstütze diese Partei, weil das ein Zusammenschluss ist von Menschen, die fähig sind, etwas Neues zu gestalten, die die nötige Fachkompetenz haben und die eben nicht in dem alten Bewusstsein unterwegs sind. Und das, was ich mache, ist einfach nur ein Werkzeug zu erklären und zur Verfügung zu stellen, damit die Menschen, die Mitglieder der Partei, ihre Ziele konfliktfrei, stressfrei und möglichst effizient und ohne Hindernisse erreichen können. Ich mache das aus Eigeninteresse. Ich möchte einfach in einer gesunden Gesellschaft leben und nicht in einer völlig durchgeknallten Welt, wie wir sie heute vorfinden. Darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Deswegen tue ich alles, um diese Partei zu unterstützen, weil in dieser Partei einfach ein paar essentielle Dinge zusammenkommen und weil da was entsteht, was es bisher noch nicht gegeben hat. Ja, wie gesagt, es kommen Menschen zusammen, die eben die nötigen Fähigkeiten haben. Und was ich da noch mit reinbringen kann, ist die Ebene der Bindung, der Beziehung als Ausgangsbasis und das Bewusstsein dafür, wie wir eben Ziele erreichen, ohne uns von unbewussten Bindungskonflikten torpedieren zu lassen. Das ist meine Rolle bei dem Ganzen. Und wenn dieses Kollektiv sich davon wieder verabschiedet, bin ich sofort raus. Ich helfe nur so lange, die Offenheit und die Bereitschaft ist, in dieses neue Bewusstsein reinzuwachsen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen ein neues Bewusstsein. Und diese Partei ist dabei, in sich selbst dieses neue Bewusstsein zu entfalten und zu entwickeln. Und ich bin einfach nur wie so eine Art Geburtshelfer, einer von vielen. Und von diesem neuen Bewusstsein aus kann dann eben eine neue Welt erschaffen werden. Und es ist wichtig, dass das jetzt passiert, dass diese Dinge jetzt etabliert werden, weil wenn sich erst in dem Kollektiv die alten Strukturen, wie ich das beschrieben habe, die Machthierarchie ausgebildet hat, dann wird es schwieriger, das Ganze anzuheben. Es ist genauso möglich, aber es wird schwieriger. Deswegen tue ich alles, damit das jetzt passiert, ja, solange das noch flüssig ist sozusagen. Und in dem Beitrag hier geht es mir um einen Aspekt, den ich noch nicht so angesprochen habe. Es geht um das Bewusstsein der Mitglieder, welche Menschen ihr in euren Führungspositionen haben wollt. Da muss noch viel, viel mehr Bewusstsein rein. Dieser Vorgang des Wählens und des Auswählens von Führungspositionen oder von Menschen in Führungspositionen, dieser Bereich muss noch durchlichtet werden, weil das letztlich das ist, was die Transformation und die Änderung bewirkt. Denn nur wenn ich in den entscheidenden Positionen Menschen habe, die Träger des neuen Bewusstseins sind, dann erfasst das das ganze System, also die ganze Partei, und dann kann auch von dort etwas nach außen sich auswirken. Wenn der Großteil der Mitglieder da so unterwegs ist, aber die Führungsmannschaft, die Leute, die an den Schaltstellen sitzen, immer noch in dem alten Bewusstsein hängen, dann klappt das Ganze nicht. Deswegen habe ich ja so angefangen, deswegen fangen wir ja so an, langsam das ehrliche Mitteilen dort einzubringen, einzuführen für die, die das wollen. Aber es muss dazu führen, dass früher oder später auch die, die die Dinge in die Hand nehmen, die formal Macht erhalten, dass sichergestellt ist, dass diese Menschen, diese Mitglieder Teil des neuen Bewusstseins sind. Und im Moment, oder wie es bisher gelaufen ist, generell in Gruppen, wo Anführer gewählt werden oder sich herausbilden, ist es ja immer oder meistens so, dass es eine bestimmte psychische Struktur ist, die sich dafür prädestiniert zur Verfügung stellt und die auch gerne in diese Position geschoben wird. Und wie gesagt, da möchte ich mal den Fokus hinlenken. Wir müssen da genau hinschauen, welche Menschen bringen wir in Machtpositionen? Und natürlich, es ist gut, wenn das von ihrer Struktur her Menschen sind, die Dinge in die Hand nehmen können. Harre Handlungskraft, ja.
Macher. Das ist super, das braucht's. Gleichzeitig braucht es auch die Fachkompetenz. Es nützt nichts, wenn ich jemanden mit Gestaltungskraft in so eine Position bringe, der aber von Tuten und Blasen fachlich keine Ahnung hat. Das geht auch nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann nicht ein Schiff als Kapitän über den Ozean führen, wenn ich nicht weiß, wie man ein Schiff steuert und das, die ganze Ausbildung dazu habe. Das geht nicht. So, und der dritte, aber entscheidende Punkt, der hat eben noch zu wenig Aufmerksamkeit und Fokus. Die ersten zwei Eigenschaften, die ich genannt habe, die reichen nicht aus, weil jemand, der nur auf diesen Dingen gut ist oder das in seinem System hat, aber eben die ganze Bindungsebene nicht gelöst hat, wird in jedem Fall Schaden anrichten. Zwangsläufig mit mathematischer Gewissheit. Das geht gar nicht anders, weil die ungelösten Bindungskonflikte immer stärker sind als alles, was im Tagesbewusstsein verschaltet, rationalisiert und beabsichtigt wird. Jemand, der diese Dinge nicht gelöst hat und in eine solche Position manövriert wird, der wird in einer noch viel stärkeren Art und Weise mit seinen ungelösten Konflikten in Berührung kommen. Noch viel stärker als jemand, der nicht in solchen Positionen ist. Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ja, das ist massivst, massivst. Deswegen ist es absolut essentiell, dass neben diesen beiden Eigenschaften die Bindungsfähigkeit, die Fähigkeit zum ehrlichen Austausch vorhanden ist. Und da muss der Fokus hingelenkt werden. Das heißt, das ist das primäre Kriterium. Es dürfen nur Menschen Führungspositionen besetzen, die absolut bewiesen haben und gezeigt haben, dass sie sich ehrlich austauschen können und ihr Innenleben kommunizieren können, komplett. Das muss bewiesen worden sein, gezeigt worden sein. Und dann führt eben die Auswahl eines Menschen, der eine Führungsposition besetzt, die führt eben dazu, dass ich eben nicht nur Fachkompetenz und Gestaltungskraft auswähle, sondern dann wähle ich auch Menschlichkeit, nämlich die Basis von allem. Das ist das, was ich dann letztlich wähle. Ja, ich möchte jemanden, der Dinge zu entscheiden und zu sagen hat, da möchte ich jemanden, der ganz Mensch ist und nicht mehr ausagieren muss im Großen und Ganzen. Wir müssen also hinschauen, ich sage es nochmal, das primäre Kriterium, Menschen in Führungspositionen zu wählen, ist die Fähigkeit für ehrlichen Austausch oder ehrliches Mitteilen, wie ich es nenne, und die Bindungsfähigkeit. Das muss vorher gezeigt worden sein und bewiesen worden sein. Vorher darf niemand in eine solche Position gebracht werden. Das ist mein Ansatz, mein Vorschlag, das so zu machen. Und auch umgekehrt, wenn sich herausstellt, dass jemand, der in einer solchen Position ist, sich diesem Austausch verweigert, dann muss er sofort diese Position verlassen. Jemand, der sich weigert, die inneren Ebenen zu kommunizieren, muss sofort aus diesen Positionen entfernt werden. Ganz wichtig, weil sonst bekommen wir Destruktivität in die Struktur und das muss unter allen Umständen vermieden werden, weil sich sonst das neue Bewusstsein in dem Kollektiv eben nicht entfaltet und somit die Außenwirkung, das Gestalten dann letztlich nicht auf Basis des neuen Bewusstseins, sondern des alten Bewusstseins stattfindet. Und das alte ist Angst, Stress, Idee von Mangel, Auseinandersetzung, Konkurrenzkampf und so weiter, das ganze Spiel. So, die Frage ist jetzt, wie kann man sicherstellen, dass nur solche Menschen in solche Positionen kommen? Und da ist eben die Basis gefragt, Prozeduren zu entwickeln, Abläufe zu entwickeln. Und ich meine, ich spreche jetzt zur Basis, zur Partei, aber letztlich spreche ich zu jeder Organisation. Jede größere Organisation, die das ehrliche Mitteilen etablieren möchte, ist herzlich eingeladen, auch zuzuhören und das in die Anwendung zu bringen. Das gilt letztlich für alle Organisationen. Es geht also darum, Prozesse zu etablieren, dass sichergestellt ist, erstens, dass die Bindungs- und Kommunikationsfähigkeit sichtbar wird. Damit geht es los, weil sonst kann ich ja nicht wählen, sonst kann ich nicht sagen, hat derjenige das oder hat er das nicht.
Ich muss also was entwickeln, wo das absolut sicher ist, wo derjenige das nicht verbergen kann. Und eine ganz simple, einfache Sache wäre, von vornherein anzukündigen, das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist noch nicht das Ende, die letztliche perfekte Lösung, aber das, was sozusagen, wo man starten könnte, wäre, dass jemand, der einen Posten einnehmen möchte, dass der vor der Gruppe 10 Minuten ehrliches Mitteilen alleine macht. Wenn das jemand macht und eine Gruppe schaut zu, dann schaut die auf das Innenleben dieses Menschen. Und da ist es sehr schwierig, das irgendwie vorzutäuschen. Das spürt man. Wenn ich ehrliches Mitteilen mache und gaukel da etwas vor und bin da nicht ganz authentisch, das spüren die Menschen. Und dann habe ich ein Kriterium, ja, in welche Kapazität dieser Mensch hat zum ehrlichen Austausch. Und jemand, der nichts mehr im Großen und Ganzen verdrängen muss oder kompensieren oder ausagieren muss, der hat damit kein Problem. Der stellt sich vor die Gruppe und macht ehrliches Mitteilen. Jeder, der in sich stabil und komplettiert ist, hat damit null Problem. Und der Vorteil bei sowas zum Beispiel ist, dass schon mal 90% der üblichen Kandidaten ausscheiden. Die haben nämlich auf sowas keine Lust. Die wollen die Posten haben, um Macht auszuüben, aber den ehrlichen, direkten Kontakt, das scheuen die wie das Weihwasser. Das heißt, ich habe dann schon mal einen Kandidatenpool, der im Wesentlichen von diesen Strukturen bereinigt ist. Und dann kann ich mir das anschauen. Dann schaue ich mir das an, was ich da zu sehen und zu hören bekomme. Und es heißt ja nicht, dass man etwas sagt, was man nicht sagen möchte. Es heißt einfach, ich beweise, zum Beispiel auch, indem ich meine Grenzen kommuniziere, dass ich in der Lage bin, mein Innenleben zu kommunizieren. Und damit beweise ich dem Kollektiv, dass ich nicht zwanghaft ausagieren muss. Und das wiederum beweist, dass ich in dieser Position keinen Schaden anrichten werde, weil ich eben in der Lage bin, auf menschlicher Ebene zu kommunizieren, statt in dem ganzen alten Sumpf herum zu agieren. Eine andere Möglichkeit, noch effizienter wäre, wenn sich Kandidaten miteinander verbinden und sichtbar vor der Gruppe das ehrliche Mitteilen machen. Ja, das sind sehr krasse Dinge, das sind wir nicht gewohnt, sowas. Wir sind das nicht gewohnt, dass in Rollen auch das Menschliche und zutiefst Verletzliche vielleicht auch sichtbar wird. Aber da würde dann noch mehr sichtbar. Das sind einfach nur so Ideen, die mir jetzt erstmal gekommen sind, um mal einen Anfang zu machen. Worauf ich aber raus will eigentlich, ist, das Bewusstsein zu stärken, dass ihr wählt eure Leute, die Dinge in die Hand nehmen. Und da müsst ihr aufpassen. Weil die ihr wählt, die prägen das Gesamtsystem. Das gilt für jede Organisation. Und das wichtigste Kriterium ist eben diese Bindungs- und Austauschfähigkeit. Das ist das Erste, wohin zu schauen ist. Also das ist mir nochmal wichtig, da den Fokus hinzulegen, dass das Bewusstsein dafür gestärkt wird, nur Menschen an die Spitze zu bringen, die bewiesen haben, dass sie das können. Das ist das Kriterium, dass sich dann wirklich die Dinge wirklich dann entfalten zum Guten. Dann hören die Auseinandersetzungen auf, der Konkurrenzkampf hört auf und es entsteht ein völlig neues Feld. Und das ist schon im Entstehen. Und ich kann an der Stelle auch nur wiederum alle, die jetzt nichts mit Politik zu tun haben, eigentlich wie ich auch, wirklich ermutigen, da mitzumachen. Solange das so ist, wie es jetzt ist, solange das Feld so flüssig und beweglich noch ist, wirklich macht mit, helft mit an dieser Stelle. Das ist eine einmalige Gelegenheit, Dinge zu verändern. Ja? Also ihr könnt wirklich da was bewegen. Das ist ein Schnittpunkt. Die Basispartei ist ein Schnittpunkt vieler Kräfte in dieser Gesellschaft. Vieler guter Kräfte.
Und wenn es nur dazu dient, die Mitgliederzahl hochzubringen oder das ehrliche Mitteilen zu etablieren und zu helfen, dass das schneller geht, allein das ist schon die Sache wert. So, wie könnte man damit umgehen, ist jetzt ein weiteres Thema, wenn Menschen vor dem ehrlichen Mitteilen Angst haben? Wenn ihr auf Menschen stoßt, die davor Angst haben, dann sagt ihnen ganz klipp und klar, dass sie nichts mitteilen müssen, was sie nicht wollen, dass es nicht darum geht, etwas zu tun, womit man sich nicht gut fühlt, und dass sie ihre Grenzen kommunizieren können. Und die einfachste Variante, sage ich ja immer, ist, in meinem Kopf ist die Idee, dass ich am ehrlichen Mitteilen heute nicht teilnehmen möchte. Oder in meinem Kopf ist die Idee, dass ich das ehrliche Mitteilen nicht machen möchte oder doof finde oder was auch immer. Fertig. Na, das ist völlig in Ordnung. Dann teilt derjenige seine Grenzen mit, braucht keine Angst haben und auch nicht weggehen. So könnt ihr die Menschen, die davor Angst haben, mit ins Boot nehmen. Menschen, die das als bedrohlich empfinden, die könnt ihr mit ins Boot holen, indem ihr sie einladet, ihre Wut zu kommunizieren. Die werden eher nicht am Anfang was von ihrer Angst sagen, sondern da geht es um Wut. Ja, bei denen springt die Wut an meistens. Also könnt ihr sagen, deine Wut und dein Widerstand hier ist völlig willkommen. Teil das doch einfach mit. Ich bin stinksauer. Mein Kopf denkt, dass das ehrliche Mitteilen total bekloppt ist. Ja, ich fühle große Wut, großen Hass, was auch immer. Ja, so könnt ihr diese Leute mit ins Boot holen. Und dann wird es eine Veränderung geben. Ja, wer sich darauf einlässt. Ich würde in jedem Fall anfangen, erstmal einzelne Gleichgesinnte zu suchen innerhalb der Struktur und das ein bisschen zu üben, damit ihr Stabilität und Sicherheit bekommt, bevor ihr das einer ganzen Gruppe vorstellt. Weil wenn ihr es einer ganzen Gruppe vorstellt, kann es sein, dass es Widerstand gibt, ja, und Fragen, ne? Wenn ihr das aber zu zwei, zu dritt, zu viert erstmal für euch stabilisiert habt, dann könnt ihr ganz anders auftreten und da ganz anders dahinter stehen. Ja, soweit erstmal zum Thema Führungsposition. Dass das Kriterium ist, dass Menschen, die das ehrliche Mitteilen beherrschen, dass nur diese Leute Macht bekommen. Ganz wichtig.